Hallihallo und willkommen zur 34. Folge des FIFA 15 Karrieremodus mit Werder Bremen. Und ja, wir haben heute das versprochene Rückspiel gegen den FC Barcelona. Wer sich erinnert, in der letzten Episode hatten wir dieses sensationelle Comeback gestartet und nach einem 3-0 Rückstand gegen Barca noch ein 3-3 rausgeholt und uns damit zumindest eine, ja, nicht ganz unmögliche Ausgangslage für dieses Rückspiel geschaffen. 3-3, aber bei Barcelona natürlich immer eine Sache für sich, da irgendwie zu überstehen, aber natürlich nicht unmöglich mit diesem Ergebnis. Uns reichte schon ein 1-0, aber dieses Tor mussten wir letztlich auch erstmal erzielen. Also insgesamt schon trotzdem natürlich eine mehr als sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ja, Barca war auf jeden Fall dominant. Das war unsere erste Chance. Baba Kopfball, der jedoch ein gutes Stück vorbeigeht und auch nicht so gefährlich letztlich aussah. So dass wir leider Gottes kein Tor machten. Und dann ging es die ganze Zeit weiter mit Barca, Chance auf Chance. Immer wieder dasselbe Muster. Natürlich ihr komisches Kurzpassspiel. Und daraus entstanden dann meistens ziemlich gefährliche Aktionen, wie in diesen ganzen Fällen zu sehen ist. Und wir hatten schon sehr Glück, dass wir hier noch nicht zurücklagen. Andererseits war natürlich das Problem, wir mussten auf jeden Fall ein Tor erzielen. Denn, ja, es reichte nicht ein 0-0, so gut das Ergebnis letztlich gegen Wasser ist. Wir mussten ein Tor erzielen. Und da half es natürlich nicht wirklich, dass Barca hier dann auf Zeit spielte, kurz vor Schluss. Und ich echt Probleme hatte, überhaupt den Ball noch einmal zu berühren. Dann aber noch einmal ein letztes Aufbau, ein paar 90. Minute. Clinton G wird hier relativ brutal von Jordi Alba zu Fall gebracht. Das ist natürlich ein Freistoß. Und das ist natürlich auch eine Sache für Johannes Geis. Und der hat natürlich sein Comeback auch in der letzten Episode gefeiert und würde das Ganze jetzt also gerne krönen mit diesem Last-Minute-Winner gegen den FC Barcelona. War das möglich oder nicht? Die Antwort hieß Johannes Geis und der setzt diesen Freistoß tatsächlich in der 95. Minute ins Tor. Und zu diesem Zeitpunkt, kurz vor Schluss, waren wir tatsächlich, ja, tatsächlich, also auf der Siegesstraße gegen den FC Barcelona. Wunderschöner Freistoß, perfekt an der Mauer vorbei. Und damit stand es also 1-0. Und ja, es schien alles wirklich perfekt gelaufen zu sein, denn danach wurde nicht mehr angepfiffen. Der Schiri hat quasi noch den Anschluss laufen lassen und dann war Schluss. Unglaubliche Sache. Wir gewinnen also 1-0 gegen Barcelona und dieses 3-3 aus dem Hinspiel, was noch so, ja, und nicht unbedingt mega krass erschien, ist damit umso wichtiger geworden. Und das bedeutet, wir setzen uns durch im Achtelfinale der UEFA Champions League gegen den FC Barcelona und stehen damit also in der nächsten Runde. Und mal gucken, was da dann auf uns wartet und gegen wen es geht und ja, wie wir da weiterkommen. Aber nachdem wir Barca geschlagen haben, können wir natürlich nur noch um den Titel spielen. Nein, Spaß beiseite. Aber natürlich schon ein sehr, sehr geiler Erfolg, dieser Sieg gegen Barca. Aber es ging direkt Schlag auf Schlag weiter. Auch die nächste Partie war von mehr als großer Bedeutung. Denn wir mussten beim BVB ran. Und erstens mal heißt das Ganze natürlich Auswärtsspiel für uns. Aber zweitens gucken auf die Tabelle und sehen, dass wir 2 Punkte hinter Dortmund und 4 Punkte hinter Bayern sind nach dem 1-1 gegen Hertha, was natürlich kein Traumergebnis war. Also hieß das tatsächlich, wir mussten durchaus hier gewinnen bei Dortmund und konnten uns nicht auf ein Unentschieden verschärfen. Erste Kopfballchance Johannes Geis, der war schon mal relativ knapp und auch natürlich Dortmund hatte einiges nach vorne zu bieten, wie hier Nuri Sahin und da fehlte auch nicht viel zum Führungstreffer. Aber ihr merkt natürlich auch, dass Geis wieder einen unfassbar wichtigen Faktor bei uns spielt, seit er wieder fit ist. Ich meine, er hat jetzt dieses entscheidende Tor geschossen. Sein Comeback hat uns einfach eine Menge Auftrieb wieder gegeben in allen Bereichen und es ist wirklich wichtig, dass der uns jetzt auch nach vorne führt. Dann aber 60. Minute, es ist Danny Ings und nicht Johannes Geis. Er legt ihn in die Mitte und dann landet der Ball irgendwie bei Kevin Volland. Ich glaube, irgendein Dortmund-Spieler hat den Ball einfach weitergeleitet und der schießt das 1-0. Ein
eine halbe Stunde vor Schluss waren wir also auf dem Weg, unseren guten alten Herren aus Dortmund die 3 Punkte abzunehmen und damit gleichzeitig natürlich also Dortmund zu überholen. Das war's dann natürlich, nämlich mehr passierte leider in dieser Partie nicht. Aber vor allem heißt das natürlich, dass wir Dortmund jetzt also überholt haben und damit natürlich auch ein bisschen Druck wieder auf die Bayern machen und auch insgesamt top dastehen in der Bundesliga. Aber dann eine andere kleine Schocknachricht, die dann diese hier wäre. Wir mussten tatsächlich im Viertelfinale der Champions League, also nachdem wir gerade mal überstanden hatten, den FC Barcelona wartete jetzt auf uns tatsächlich Real Madrid. Und das sind natürlich zwei Ansetzungen, die nicht sonderlich geil nacheinander sind. Aber naja, was soll ich machen? Wenn man die Champions League gewinnen will, dann muss man natürlich gegen jeden gewinnen. Oder wie heißt es so schön? Und das bedeutet auch, dass wir gegen Barcelona gewinnen, gegen Real gewinnen müssen, nachdem wir Barcelona geschlagen haben. Problem ist, ja, Real hatte etwas dagegen. Und das bedeutet für uns natürlich, ja, das ist eine sehr schwere Partie wurde, das kann ich jetzt schon mal bestätigen. Und andererseits heißt das aber auch, dass wir hier einen sehr ungerechtigten Elfmeter in meinen Augen gegen uns kassieren, denn eigentlich spielt Wiedwald ganz, ganz fair den Ball. Und dann ist es, ein Elfmeter, der so nicht gegeben werden darf. Und wenn man da in Rückstand wegen so einem scheiß Elfmeter gegen die Herren aus Madrid bekommt, dann ist das natürlich sehr bitter. Agüero verwandelt den Elfmeter und Real ist 1-0 vorne. Das war natürlich keine wunderbare Situation, aber wir kennen natürlich unsere Comeback-Fähigkeiten. Naja, erstmal Isco mit dem 2-0. Ein einfacher Pass hebt die ganze Abwehr aus und der Lupfer passt dann einfach mal perfekt und es steht 2-0. Ja, alles andere als ein sehr gutes Ergebnis bisher, aber gegen Barca lief es ja auch besser, nachdem man erst zurücklag hier, aber blieb es erstmal dabei. Hajrovic nochmal, Casillas, aber es sollte nicht mehr sein. Oder doch, noch einmal ein Peck McGendy mit dieser letzten Chance. Der Ball in die Mitte, da ist ein G und den darf er schon gerne mal machen. Aber der Ball geht leider nicht rein. So bleibt es am Ende beim 0-2 und das bedeutet natürlich, dass wir im Rückspiel gegen Real ja, schon eine echte Farbeleistung hinlegen müssen, wenn wir das tatsächlich noch drehen wollen. Also wir müssen mindestens mal mit 2 Toren Unterschied zu Hause gewinnen, um überhaupt erstmal zum Beispiel in die Verlängerung zu kommen. Also es wird auf jeden Fall eine hardcore schwere Aufgabe in der nächsten Episode. Wir spielen hier noch gegen Kölle und werden diese Partie souverän mit 1-0 gewinnen und bleiben damit also weiter ärgster Bayern-Verfolger in der Bundesliga. Und in der Champions League müssen wir also im Rückspiel ein 0-2 gegen Real Madrid drehen. Das sind die Aufgaben für die nächste Episode. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Wenn es dir gefallen hat, bewerten bitte nicht vergessen. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, bis dahin Leute und freut euch auch auf die nächste sehr, sehr spannende Episode. Tschüss.